Ein flauschiges Hallöchen, die Süßen, und willkommen zurück zu Slime Rancher. Die Kätzchen spielen fröhlich mit allem, was sie finden können, wie man sieht. Da ist noch eine Piekspinne, die nehme ich euch jetzt nicht weg. Das Huhn schieße ich auch immer wieder zum Baum, aber das scheint sich bei den Katzen echt großer Beliebtheit zu erfreuen. Und ich habe mir für heute was Besonderes überlegt, denn uns fehlen ja noch ganz, ganz viele Schatzkapseln. Also, was heißt ganz, ganz viele sind es vielleicht nicht, aber doch schon noch einige und auch einige schöne. Und deswegen, ich finde es ja immer doof, wenn man alles eins zu eins nachguckt. Was ich allerdings nicht schlimm finde, ist, wenn man sich ein bisschen Hilfe holt, denn gerade die Schatzkapseln sind oft so gut versteckt, dass es echt schwierig sein kann, sie zu finden. Deswegen habe ich mal gedacht, wir machen eine kleine Schatzsuche. Ich habe anhand der Karte hier aus dem Spiel, habe ich mir selber eine kleine Karte der fernen, fernen Weite... Was steckst du so im Boden fest, Hühnchen? Selber eine Karte der fernen, fernen Weite gezeichnet und da die Schatzkapseln eingetragen. Das ist ungenau wie nochmal was. Und genau deswegen wird es so lustig werden, denn wir bewegen uns jetzt erstmal in ein Gebiet, wo ich, glaube ich, noch sehr viele Kapseln nicht gefunden habe. Nämlich die Wüste, die Glaswüste. Und da könnten wir eigentlich... Ich weiß, dass wir inzwischen unsere Maschinen wieder ernten können, aber das möchte ich gar nicht. Und ich möchte mich auch nicht direkt in die Glaswüste begeben, sondern tatsächlich erstmal hier, dahin zurück. Denn jetzt werden wir uns hier nach und nach wieder vorkämpfen. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir anhand meiner selbst gezeichneten Karte, die, wie gesagt, ziemlich ungenau ist, das gebe ich zu, ob wir damit ein paar Schatzkapseln finden können. Es dürften theoretisch auch hier noch einige fehlen. Ja, auch hier fehlen noch 5 Stück. Ich weiß nur leider nicht, wo. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich habe die Umrisse der Karte. Ich habe versucht, hier und da mal Seen einzuzeichnen. Und ansonsten einfach mal so frei Schnauze. Frei Schnäuzeleinchen. Jetzt habe ich vergessen, das Ding aufzumachen. Einfach mal geguckt, ob man nicht es irgendwie hinbekommt, die Schatzkapseln da einzuzeichnen. Deswegen ist es eben nicht sehr genau, das gebe ich zu. Aber ich wollte es auch nicht total genau haben, sonst wäre es ja wirklich nur noch ein, wir gehen dahin, sammeln ein, sind fertig. Und ich wollte schon so ein bisschen dieses Schatzsucher-Feeling haben. Oh je, lässt du die armen kleinen Slimes in Ruhe? Böser Tag. Ihr sollt nicht die Plots anderer Tierchen fressen. Das sollt ihr nicht. Komm mal her, du. Du bist hier ganz, ganz schlecht aufgehoben. Ich bring dich jetzt einfach mal... Guck mal, dir wird es da drüben viel besser gehen. Da sind nämlich keine... Oh nein! Nein, 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 nein! Och nein! Okay, wenn ich hier bleibe und versuche die ganze Zeit die Tars zu bekämpfen, dann wird das gar nichts mehr. Wir gehen jetzt darüber, gehen in die Wüste und gucken mal, dass wir da dann tatsächlich eben Plots finden. Ich kann euch sagen, die Karte zu zeichnen war nicht das Schönste, was ich in letzter Zeit gemacht habe. Sie ist auch nicht sonderlich schön. Ich glaube, ihr könnt ganz froh sein, dass ihr sie nicht sehen müsst. Es ist wirklich mehr so ein, boah, da ist so eine Landbobbel und oh, da ist noch eine Insel, machen wir da noch einen Klecks hin und oh, guck mal an, da ist auch noch mal so ein komisches Geschmodder. Sieht gut aus. Jetzt muss ich erstmal kurz hier zu meiner Karte greifen. Ja, sie sieht echt seltsam aus. Aber es sollte, wie gesagt, ich habe auch nicht eingezeichnet, welche Schatzkapseln wir da haben. Es ist einfach nur, da sind Schatzkapseln. Irgendwo in so einer Ecke ist eine Schatzkapsel. Und deswegen suchen wir noch. Es fängt zum Beispiel schon damit an, dass ich mich hier unten drin Schatzkapseln eingezeichnet habe. Und jetzt natürlich nicht weiß, das weiß man sowieso nicht, da müsste man tatsächlich ein bisschen genauer nachlesen im Wiki. Es könnte jetzt zum Beispiel sein, dass hier unten Schatzkapseln sind oder aber... dass die hier oben drauf sind und ich schätze mal, dass die irgendwo hier oben auf der Kuppel sind. Also versuchen wir die mal zu finden. Und ich weiß jetzt natürlich nicht. Wir haben schon 6 dieser 22 hier versteckten Kapseln gefunden. Und es kann jetzt natürlich sein, dass ich an irgendwelche Kapseln rantrapple, die wir schon gefunden haben. Wenn ja, tut mir das sehr leid. Das ist dann keine Absicht. Wie komme ich da überhaupt hoch? Das ist jetzt eine gute Frage, wie wir überhaupt hochkommen. Oh nein, 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 nein. Vielleicht hier um die Ecke ein bisschen. Jetzt muss ich kurz... Ah, so. Die Karte hat mir eben tatsächlich mein... Ja, doch, hier kann man, glaube ich, entlang. Oh ja, hier waren wir... Okay, hier waren wir definitiv noch nie. Ich habe mich zwar mal versucht... Da, eine Schatzkapsel! Und schon haben wir die erste gefunden. Sehr gut. Mal gucken, was wir kriegen. Also wir werden jetzt sicher nicht alle... Bärenfarbener Teleporter. Sehr gut. Wir werden jetzt hier sicher nicht alle uns irgendwie... schnappen können, denn in manchen sind ja Rezepte drin, in anderen sind Items drin. Und spätestens, wenn da Items drin sind, wird es nicht mehr funktionieren mit, ich sammle die einfach mal ein.
Denn irgendwann ist unser Inventar dann einfach voll. Okay. Ich muss mal gucken, dass wir da irgendwie hochkommen. Denn ich habe da noch einen zweiten eingezeichnet. Etwas mittiger. Also eher hier irgendwo. Die erste war jetzt ja da, das andere ist eher hier. Es kann auch sein, dass wir da von innen auf die Kuppel hoch müssen. Wir gucken einfach mal, was wir hier so hinbekommen an Weg. Ich will nur da nicht runterfallen, wenn ich ehrlich bin. Das wäre ganz, ganz schlecht. Okay, Ich glaube fast, das andere müssen wir irgendwie anders nachgucken. Da müssten wir irgendwo vielleicht hoch können. Kann ich hier irgendwie nach oben? Irgendwo müssten wir vielleicht hier. Über das, hier den Stein und dann... Kannst du mal probieren? Ihr dürft mir übrigens gerne sagen, ob ihr sagt, boah, nee, es ist voll blöd, was du machst. Oder aber ob ihr sagt, ja, das ist doch mal witzig, eine kleine Schatzsuche. Anhand des, mithilfe des Wikis ist besser als nur durch die Gegend laufen und verzweifelt suchen. Oder eben nur direkt in Wiki gucken, wo was sein könnte. Denn wie gesagt, nur im Wiki gucken finde ich persönlich nicht so spannend. Ah, ich glaube, wir könnten hier tatsächlich hoch. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht müssen wir auch hier vorne irgendwie auf das Ding draufkommen. Und können dann erst... Probieren es mal. Hier vielleicht irgendwo um die Ecke. Ah, nee, hier ist. Es könnte auch unten sein. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Gehst bitte hier wieder raus. Bitte raus. Es könnte theoretisch auch unten irgendwo sein. Jetzt wieder unsere Energie alle. Zwei Schlüssel haben wir noch. Das heißt, ein Schlüssel für. Wow. Ein Schlüssel fehlt irgendwo noch definitiv. Schon so ein bisschen. Ich traue mich immer nicht so ganz weit vor, sonst nicht, dass wir runterfallen. Aber ehrlich gesagt, es sieht eigentlich mehr nach... Ich werde nochmal reingehen. Vielleicht können wir innen uns irgendwie... Oh, oh. Oh, das wird schief gehen. Oh, das... Nein. Du bist K.O. gegangen. Aber ein wenig ausruhen sollte ich gleich wieder auf die Beine bringen. Oh, das ist doof. Wie gut, dass wir nichts eingesammelt hatten. Ihr seht jetzt schon, der Jäger ist zum anderen Ding geworden. Sehr schön. Okay, ihr seht... Oh, du hast schlechte Laune. Oh, hier, die Katzen haben... Hier. Guck mal hier. Wieso haben die Katzen jetzt schlechte Laune? Hier liegt doch genug Futter rum. Okay, das war nix. Ja, gefährliche Schatzsuchen hier. Oh, Entschuldigung. Oh nein, jetzt hat die Katze wieder kein Ding. Schade. Ich muss ein bisschen aufpassen, wenn ich sie... Ich schätze einfach mal, wenn wir 12 Stunden ausgenockt sind, dass in der Zeit die Katzen nicht ganz so viel futtern. Oh, das war keine Absicht. Entschuldige, hier. Oh Gott, entschuldigt. Ich sammle hier mal ein paar Hühner ein. Damit wir Katzen füttern können, bevor die... Ja, ihr Armen. Ihr armen Hühnchen hier. Ihr armen Kätzchen, meine ich. Ach je. Ja, das Huhn ist immer irgendwo anders, als ich es eigentlich haben will. Da. Entschuldige. Oh, entschuldige, Katze. Okay, ich werde denen auch gleich hier nochmal ganz viele Hühner aussetzen irgendwo. Ich hoffe einfach, dass es funktioniert, dass sie von alleine die Hühner finden zum Fressen. Ich glaube, das lag eben wirklich... Oh. Es ist manchmal etwas schwierig, die Geschenke hier um den Baum zu verteilen, ohne dass sie Gott weiß wo landen. Ja, ich habe euch auch lieb. Okay, die Peakspin werden wir gleich wieder zu unseren Slimes bringen. Da gucke ich mal, wie viel die noch haben. Und dann gehen wir da direkt nochmal hin und suchen weiter. Das geht ja nicht. Ach, Hühner. Steinhühner haben wir noch. Das Lieblingsessen unserer Kätzchen. Ist jetzt nicht so gut gewesen, aber den bärenfarbenen Teleporter müssten wir eigentlich trotzdem haben. Und eigentlich sollten auch keine Slimes Hunger leiden. Denn eigentlich habe ich auch... Ja gut, hier sieht es ein bisschen wenig aus. Denn ich habe, bevor wir losgezogen sind, habe ich eigentlich überall das Futter nochmal aufgefüllt. Von daher sollten wir auf der sicheren Seite sein, wenn wir direkt nochmal losstapfen. Und hey, es ist, auch wenn mich da jetzt was her... Es sind nur Plots drin, ne? Okay, ich gehe mal kurz zu unserer Scheune. Denn unsere kleinen... Da kann man auch da die 4 Mietsplots reintun, das ist auch nicht so schlimm. Da müssten jetzt wieder massig Sachen liegen. Jawohl. Ich könnte auch nochmal bei unseren süßen Ränkchen da hinten gucken, bei den Honigranken. Da habe ich, glaube ich, letztes Mal tatsächlich nicht nachgeschaut, ob die noch genug Futter haben.
Einfach nur, weil die relativ wenig fressen, habe ich immer das Gefühl. Da muss man nicht ganz so oft gucken. So. Futter. Immerhin, wir haben schon mal eine Kapsel gefunden. Ist es gar nicht... Es klappt auf jeden Fall mit der Karte, habe ich das Gefühl. Ist vielleicht nicht das super tollste und beste. Aber es funktioniert und das ist die Hauptsache. Und es macht Spaß, finde ich. Ich weiß nicht, ob es für euch interessant ist, wenn ich da mit so einer Karte mich vortaste. Aber es ist, ich denke mal einfach so, wie gesagt, ich gucke nicht gerne nur im Wiki nach und sage dann, okay, hier ist das und ich sehe ganz genau, da ist meine Schatzkapsel und ich kann genau sehen, wo die ist und das ist gar nicht so schwierig. Das habe ich ja das letzte Mal gemacht, dass ich mir einfach nur einen Ausschnitt der Karte angeguckt habe. Jetzt müsste ja eigentlich der bärenfarbene Teleporter dabei sein, oder? Warp-Technologie. Ja, der ist noch da. Sehr gut. Seltsamer Diamant. Den könnten wir theoretisch schon mal machen. Aber brauchen wir gerade nicht, wenn wir ehrlich sind. Jetzt würde ich nochmal Pogo-Früchte und alles ein bisschen verteilen, bevor wir nochmal losziehen. Diesmal leider auch ohne Schleife. Und Wasser brauchen wir unbedingt. Wasser, Wasser, Wasser. Man sah ja, es waren genug Tars unterwegs. So. Ihr armen Wesen, hier fehlt ja ganz viel Fresschen. Yam, yam, yam. Und auch die da drüben brauchen noch ein paar Pogo-Früchte wieder. Zum Glück ist diesmal keiner ausgebrochen. Da habe ich, glaube ich, nicht so viel reingetan, weil die auch eher tendenziell sowieso weniger fressen. Die bekommen ihre Pieksbirnen. Und die hier kriegt Karotten. Da füllen wir da auch noch mal kurz nach. Der Rest müsste, glaube ich, tatsächlich. Wobei ich den Kätzchen drüben noch ein paar Karotten hätte bringen können. Naja, macht jetzt nichts. Was ich mit den restlichen Pogo-Früchten anstelle, keine Ahnung. Die schmeißen wir gleich auch in ein Gehege und dann gehen wir nochmal los. Das kann ja nicht angehen. Okay, die Katzen haben alle wieder gute Laune, wie es scheint. Das freut mich sehr. Dann würde ich jetzt allerdings tatsächlich nur ganz kurz schauen, dass wir... Wir müssten alle noch genug haben. Ich könnte hier noch mal ein paar Hühner mitnehmen, wenn wir hier schon rumrennen. Dann kriegen die Katzen draußen noch ein bisschen... Ich spiele mal Staubsauger. Egal, wo wir entlanglaufen, wir saugen. Dann kriegen nämlich die Kätzchen auf dem Hof noch... Warum sind denn hier schon wieder die Plauts überall verteilt, Leute? Das finde ich nicht so gut. Dann kriegen nämlich die Hühner... Nein, die Katzen draußen kriegen die Hühner. Hier sind auch noch mal welche. Bei euch machen wir jetzt die Pogo-Früchte, die restlichen rein. Genau. Leider sind wir ja wirklich immer 12 Stunden ausgenockt. Das ist ein bisschen viel. Andererseits besser als sterben. Und leider sind halt unsere ganzen Sachen, die wir mitgenommen haben, weg. Das ist das, eigentlich das Ärgerlichste, dass wir wirklich hinterher die ganzen Sachen nicht mehr haben. Deswegen würde ich jetzt einmal ganz kurz hier runtergehen. Und an unserem hauseigenen See mit den Pfützleims unser Wasser auffüllen. Die da gerade fröhlich vor sich hin plorten. Können wir eigentlich auch Pfützplorts. Oh nein, entschuldige, kleiner Pfützleim. Geh mal da hinten hin. So, Pfützplorts hatten wir auch schon lange nicht mehr. Zwei Hähne. Na, einer zumindest noch, das reicht. Die werden sich hier gar nicht arg vermehren. Okay, die Pfützplorts verkaufe ich und dann geht's direkt wieder in die Wüste. Das kann ja nicht angehen. Ich möchte diese eine Schatzkapsel da oben finden. Denn selbst wenn wir sie schon eingesammelt hätten irgendwann, würden wir ja die aufgeknackte Schatzkapsel finden. Und noch Hühner hier irgendwo? Nein? Gut. Perfekt. Nach den Säbelplots... Säbelplots. Nach den Säbelslimes muss ich nicht gucken. Wenn alle anderen noch genug hatten, hatten die auch. So, jetzt lassen wir es einmal noch Hühner regnen, passend zur Weihnachtszeit. Wer kennt sie nicht, die Weihnachtshühner? Ich würde mir so wünschen, dass es zu Weihnachten so kleine Käppchen für die Slimes gibt. So, und jetzt geht's wieder los. Genau dahin zurück, wo wir angefangen haben. Wir gehen wieder in die Ruinen. Da liegen übrigens auch unglaublich viele Kapseln, glaube ich, noch rum. Von denen ich einfach nur nicht genau weiß, wo sie sind. So, jetzt können wir mal gucken, ist das hier noch offen? Ja, es ist noch offen, das ist super. Ich weiß, die Maschinchen könnte ich ernten, aber heute wollte ich tatsächlich ganz intensiv Schätze suchen. Wie gut das nicht funktioniert, hat man eben schon gesehen. Wir müssen aber einen davon haben. Ich streiche mir den eben mal schnell weg. Wir haben die eine Schatzkapsel gefunden. Ich habe hier so einen Marker, mit dem streiche ich dann einfach einmal kurz über die Dinger drüber. Dann wissen wir, gefunden.
So, also wenn es kurz klappert irgendwann, das ist dann sehr wahrscheinlich der Stift, der irgendwo neben mir auf dem Schreibtisch landet. Es tut mir sehr leid, das werde ich sehr wahrscheinlich hinterher komplett vergessen, dass ich das immer mal wieder rausfiltern könnte, eventuell. Aber, mein Gott, also wenn man auf Schatzsuche geht, dann hört man halt mal die Schatzkarte rascheln und die Feder klippern und klarren und das waren alles keine richtigen Wörter, macht aber nichts. Okay, hier durch. Und wie gesagt, es könnte gut sein, dass hier oben irgendwo eine Schatzkapsel ist und ich einfach nur noch nicht weiß, wie man da hinkommt. So, wie könnte das funktionieren? Könnte ich eventuell hier irgendwie drüber... Ich könnte hier auf die Statue stehen. Die muss irgendwo ja sein. Ich könnte es versuchen, indem wir... So, jetzt haben wir wieder volle Energie. Vielleicht hier hoch auf das... Genau, genau. Ja, da hoch, da hoch, da hoch. Komm da hoch, da hoch, da hoch. Komm da hoch. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Ich möchte gerne da hoch. Ich möchte... Oh, Mann, hoch. Okay, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Es ist nicht ganz willig, aber wir kriegen das hin. Erstmal hier hin. Und dann warten wir hier einfach ganz kurz. Es kann aber auch sein, dass wir hier gar nicht hoch dürfen oder dass es hier irgendwo liegt. Wir sind eigentlich in der richtigen Ecke, glaube ich. Okay, wir können hier drauf stehen. Aber scheinbar können wir hier nicht allzu weit höher. Da ist die Schatzkapsel. Ha. Okay, wir haben sie gefunden. Yay, Schatzkapsel Nummer 2. Butterkaramellfarbene Slime-Lampe. Juhu. Sehr gut, warte, dann streiche ich jetzt mal schnell das zweite ab und dann arbeiten wir uns so vor. Die nächsten werden etwas schwieriger, weil ich wenig Bezugspunkte habe in der Mitte der Karte. Auch das gehört zum Spaß dazu. Aber ich sehe in etwa ja, wo wir hin müssten vielleicht. Und ich muss öfter mal die Map öffnen, ob ich will oder nicht. So, wir haben zum Beispiel die ersten... Also allein schon in diesem Gebiet direkt vor uns müssen mindestens 4 Schatzkapseln irgendwo sein, die wir alle finden werden. Und ich glaube, die können hier nicht unterirdisch sein. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass wir wenigstens 1 oder 2 schon gefunden haben. Finde ich aber auch nicht allzu schlimm, wenn wir die schon haben und einfach dann nochmal entdecken. Ah, das wird nicht reichen, darüber zu kommen, oder? Nein, das reicht nicht ganz, aber fast. Hühner, oh, ich sehe einen Hahn. Aber ich will ehrlich gesagt gerade keine Hühner und keine Hähne einpacken, weil... Wir haben davon noch so viele und ich würde den Platz tatsächlich gerne und lieber für andere Dinge aufsparen. Auch hier ist das Problem, dass ich nicht weiß, wo genau die Schatzkapseln sind. Oben, unten... Es gibt, falls ihr selber Slime Rancher spielt und gerne die schleimigen Kapselchen finden möchtet, im Wiki müsste man eigentlich nachlesen können, wo genau die sich befinden. Also so richtig mit, geh dahin und wenn es schwerer zu finden ist, dann... Da komme ich gar nicht hoch. Wenn es schwerer zu finden ist, dann beschreiben wir dir, wo die genau sich aufhalten und befinden. Das geht eigentlich alles. Ich gucke jetzt eben mal kurz auf die Map. Vielleicht bin ich auch... Doch, hier in der Mitte müssten irgendwo 2 sein. Mindestens 2. 3. Und auf dieser Insel hier ist auch eine. Wir könnten mal versuchen, erstmal diese Insel zu finden. Bevor ich mich hier dumm und dusselig suche nach Schatzkapseln. Ich kann aber auch irgendwo hier unten einfach um die Ecke liegen. Das Schöne ist, wenn ich sie jetzt abstreiche, sobald wir sie gefunden haben, dann wird es natürlich auch leichter, die restlichen dann irgendwann auszumachen. Und wenn wir das Ganze ohne auch nur kleine Hilfe vom Wiki machen wollten, dann wäre das ja einfach auch ein, wir laufen durch die Gegend und hoffen, dass wir fündig werden. Dass wir irgendwo Geheimgänge finden, dass wir irgendwo versteckte kleine Ecken entdecken, die wir uns bisher entgangen sind. Anders machen wir es jetzt im Grunde auch nicht. Ich weiß eben nur, wenn wir suchen, irgendwo hier müsste man fündig werden. Hallo kleiner Derwisch-Slime. Irgendwo müsste man fündig werden, aber gut. Schauen wir mal hier weiter, wo ich bin. Okay. Wir müssten noch ein ganz... Es ist ein bisschen schwierig. Ich habe halt leider überhaupt keinen Orientierungssinn. Und wie gesagt, ich habe sie nicht sonderlich genau eingezeichnet, weil ich eben noch wollte, dass wir ein bisschen suchen können. Hätte ich vielleicht auch nicht machen sollen. Ich hätte vielleicht eher bedenken sollen, dass ich... Naja, dass ich rein... Oh, ich weiß aber, hier haben wir schon mal eine gefunden. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir hier.
Okay. Ich weiß, hier haben wir schon mal oben irgendwo eine gefunden auf so einem Ding. Und auch hier in der Mitte muss eine Schatzkapsel. Die habe ich mir auch eingetragen mit einem kleinen Kringelchen drumherum. Weil hier oben müsste eine Schatzkapsel gewesen sein. Hier war doch eine Schatzkapsel irgendwo, oder? Ich bin mir fast sicher, dass wir hier eine Schatzkapsel hatten. Also fast sicher. Fast hundertprozentig sicher. Dachte ich jetzt. Na gut, wir gucken mal. Wir müssen uns leicht nach rechts wenden und auch nicht mehr ganz so leicht nach hier vielleicht. Da vorne ist ein Weg. Da geht's bestimmt durch. Stellen uns einfach mal vor, Indiana Jones hat uns gesagt, du, da sind irgendwo... Das ist voll falsch. Ach, hier ist das. Doch, ja, hier. Moment. Habe ich mir den Teleporter selber aufgestellt oder ist das der hier in der Mitte, der nach Hause führt, der auf der Map zu sehen ist? Doch, das ist der, der hier auf der Map zu sehen ist. Und hier an der Seite irgendwo muss diese Insel sein. Wir könnten mal versuchen, ob wir uns hier irgendwie über die Wände drüber schüpseln können. Sonst müssen wir natürlich auch noch rausfinden, wie man über diese hohen Wände kommt. Da hinten ist zum Beispiel ein Tor, das wir uns irgendwann aufgemacht haben. Ich gebe es zu, vielleicht war es auch nicht die klügste Idee zu sagen, komm, ich finde das alles selber. Wobei, doch, hier müsste das gehen. Jawohl, hier sind zwei Schatzkapseln irgendwo, die ich vermutlich schon gefunden habe, wie ich mich kenne. Wenn ich jetzt auf die Idee komme, komm, wir suchen die jetzt, dann sind es bestimmt welche, die wir schon haben. Aber auch dann würden wir sie einfach abstreichen und sagen, wow. Nein, warte mal, da unten habe ich doch gerade eben, habe ich da eine Schatzkapsel gesehen? Ja, okay, wir haben die eine Schatzkapsel schon gefunden. Das müsste jetzt, Moment, M. Das müsste die auf der Insel gewesen sein. Perfekt. Aber auf dieser kleinen Insel nebendran müsste nochmal eine sein. Auf dieser hier. Und da bin ich mir nicht sicher, ob wir da schon waren. Vermutlich auch. Bei meinem Glück, wo ich gesagt habe, komm, ich will wenigstens 5 Schatzkapseln finden in dieser Episode, waren wir da natürlich auch schon. Das müsste jetzt, jawohl, da hinten irgendwo sein. Vielleicht haben wir auch Glück und wir finden was Neues. Und ich weiß leider aber nicht, welche Farbe. Aber doch, ich glaube, da waren wir auch schon. Das müsste doch das hier sein, oder? Hier ist es weit. Ja, das ist die Insel, die ich mir eingetragen habe. Das ist Geronimo. Vielleicht haben wir sie auch doch noch nicht, denn... Uff, okay, wir sind drüben. Wir sind drüben und wir gucken. Schatz. Hier sollte irgendwo ein Schatz sein für uns. Schatzkapsel. Oh oh. Da ist sie. Yay, wir haben die Schatzkapsel gefunden. Perfekt. Und wir bekommen, Trommelwirbel, was Schönes. Eine Palme. Ein tropischer Baum. Den man in den Oasen der Glaswüste findet. Ein toller Schattenspender. Yay, wir haben es geschafft. Perfekt, jetzt muss ich einmal ganz kurz... Wow, gehen wir hier hin erst. Und jetzt möchte ich gerne hier... Na, lad dich auf. Komm schon. Energie, lade dich, dankeschön. Yay, damit haben wir jetzt tatsächlich schon im Grunde schon 4 Schatzkapseln gefunden. Auch die hier möchte ich einmal abstreichen. Und ich gehe jetzt einfach die etwas offensichtlicheren durch, wo ich mich leichter orientieren kann. Da war wieder das Knack meines Stifts. Ich weiß leider auch nicht, was in den einzelnen Schatzkapseln drin ist. Das können jetzt eben Palmen sein. Es könnten aber auch ganz tolle Sachen sein, wie... Oh, die Kapseln. Moment, wie kommen wir denn jetzt wieder weg? Eigentlich müssten wir irgendwo in diese Richtung. Ich und mein Orientierungssinn wieder. Ah, hier. Hier geht's nur nach unten in den sicheren... Ja, da sind wir definitiv... Au! Ja, das ist jetzt doof. Jetzt kommen wieder diese... Da drüben geht's raus. Stehen bleiben ist gerade ein bisschen schlecht. Denn momentan werden wir ja geröstet. Achso, ja. Nee, bitte nicht. Es kann... Ach, das sind die Aggressiven. Ja, klar, da sind wir vorher dran. Vorbei und auch wieder nicht vorbei. Komme ich hier wieder nach Hause? Ja und nein. Aber hier müsste auch irgendwo noch eine Schatzkapsel sein, wenn ich das so richtig sehe. Wir sind schon ganz in der Nähe. Aua. Bitte verbrennt mich nicht.
geröstet schmecke ich nicht so gut. Ich guck mal eben gucken. Ich habe mir hier ungefähr eine eingetragen. Das heißt, wir müssen hier eigentlich um die Ecke. Ich bin mal mutig, sobald sich unsere Energie ein bisschen erholt hat und flieg einmal hier rüber. Okay. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir arbeiten uns stückchenweise vor. Ganz ehrlich, das wären so Ecken. Ich wäre niemals so lebensmüde, hier hinzufliegen. Irgendwo da drüben. Theoretisch genau da, wo wir jetzt hingucken, soll eine Schatzkapsel sein. Die Frage ist halt auch wieder, wo. Die könnte auf dem Berg sein, die könnte... Ah, das könnte echt schwierig werden. Ich versuche mal mein Glück. Kann ich hier oben drauf? Nein, kann ich nicht. Oh Gott. Oh, das war knapp. Okay. Das war sehr knapp. Ich glaube, über den Weg komme ich da nicht hin. Wir müssen uns einen anderen suchen. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie andere das machen, wenn sie die Schätze hier suchen. Vielleicht hier drüber. Ich frage mich, wie andere das machen. Schatzkapsel, ups. Bin ich jetzt an der richtigen Stelle? Ja, ich bin fast richtig. Theoretisch hier oben. Theoretisch sollte hier irgendwo eine sein. Theoretisch. Praktisch sieht man, wie gut es funktioniert. Ich komme da nicht hoch. Praktisch sieht man, wie gut es nicht funktioniert. Es könnte auch hier oben noch sein. Das ist ja nicht... Aber eigentlich nicht. Eigentlich müsste die irgendwo hier... Eher da, wo ich jetzt bin, sein. Ach komm, lass mich wieder hoch. Dankeschön. Vielleicht können wir uns hier doch noch irgendwo hoch... Oder ich habe sie natürlich schlecht eingezeichnet. Oder es gibt hier noch einen Tunnel irgendwo. Wir könnten mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen um die Ecke kommen irgendwo. Aber es sieht eher schlecht aus. Ach, Menno. Ach, Menno. Jetzt habt ihr gute Laune, ja? Mhm. Ihr seid nicht mehr gefährlich. Ihr habt Feuerchen bekommen, jetzt geht's euch gut. Wo könnte das sein? Ich bin ein bisschen ratlos. Da ist nichts, oder? Ist da drüben irgendwo? Hier vielleicht an der Felswand, relativ weit unten? Nö. Nö. Hier ist einfach nichts. Ich glaube, dann finde ich diese Schatzkapsel erstmal nicht so gut. Also so einfach. Wir könnten versuchen, hier rauf und dann auf den Berg. Komm ich da hoch, bitte? Darf ich bitte hier nach oben? Ah, das sieht ein bisschen glitchy aus. Ulti. Okay, ich bin hier schon mal auf einer Dekoration in der Wüste. Wenn sich jetzt meine Ausdauer wieder auffüllt, wäre alles gut. Aber die ist eher hier. Jetzt wünschte ich mir gerade wirklich, dass ich cheaten könnte und einfach nachschauen. Ich möchte noch eine Schatzkapsel finden. Ich bin stur. Ich möchte noch eine finden. Das heißt, wir gehen zurück. Hier müsste es, aua, irgendwo wieder nach Hause gehen eigentlich. Hoffe ich. Oder ich laufe gerade ganz falsch. Vermutlich laufe ich falsch. Laufe ich falsch? Huch. Da war eine Schatzkapsel. Wo ist denn die gewesen? Okay, das war jetzt, sehr wahrscheinlich ist das jetzt gewesen, diese hier, sage ich einfach mal. Vielleicht. Oder auch nicht. Ich hätte mir ein bisschen mehr auf meine Map malen sollen. Oh, wir haben eine Kiste. Kisten nehme ich auch mal... Na gut, das ist jetzt nicht so die epischste Kiste gewesen. Wir gucken einfach mal weiter, ob ich noch andere Sachen finde. Hier vielleicht irgendwo... Nein, da ist definitiv nichts. Hier vielleicht auch nichts. Zum Glück zerbröselt der Boden unter unseren Füßen nicht. Das wäre jetzt gerade noch das Beste, oder? Wenn der Boden uns unter den Füßen wegkracht. Okay, hier in der Nähe. Eigentlich genau hier sollte eine sein. Vielleicht haben wir jetzt auch eben die gefunden. Das kann auch sein. Und hier in der Ecke sollte auch noch eine sein. Wir können mal gucken, ob wir das finden. Jetzt sind wir hier draußen. Ich würde tatsächlich gerne noch diese Kapsel finden wollen. Ja. Hier irgendwo müsste eine sein eigentlich. So das Schicksal möchte, finden wir sie sogar. Oder sie ist unten. Oder oben. Oder noch fieser versteckt. So, das Problem ist ja, die können nahezu überall sein. Wir haben aber volle Ausdauer. Das heißt, wir machen mal Geronimo einen hier rüber. So.
Vielleicht habe ich auch einfach nur sehr unsauber eingezeichnet und es ist hier irgendwo. Auf jeden Fall gucken wir uns um. Ist da noch was? Hier ist nichts. Okay. Tja, so meine Pläne mit der Schatzsuche sind eher... naja, von mäßigem Erfolg gekrönt, sagen wir mal. Hatte ich mir jetzt eigentlich einfach... ich hatte es mir tatsächlich, das gebe ich zu, einfacher vorgestellt. Da ist sie ja! Oh, perfekt, wir haben sie gefunden. Yay! Noch eine Schatzkapsel für uns und wir kriegen... eine bärenfarbene Slime-Lampe. Oder das Rezept dafür, beziehungsweise. Sehr gut, das war jetzt... ja, das müsste jetzt die Ecke gewesen sein. Man sieht, ich habe sie ein bisschen... ah, ich verstehe, ich habe es falsch interpretiert. Ich bin an der richtigen Ecke. Aber ich habe auf meiner Map gedacht, es wäre eine andere Ecke. Jetzt müsste theoretisch hier an dem Felsen entlang müssten auch noch irgendwo zwei sein. Das habe ich eingezeichnet, die müssten hier ungefähr sein. Da gucken wir aber erst das nächste Mal nach. Wir haben jetzt immerhin schon mal ein paar gefunden. Ich glaube, wir haben mit 6 Stück angefangen und haben jetzt immerhin schon mal 10. Das ist gar nicht so schlecht. Ich würde jetzt auch fast sagen, ich bleibe in der Wüste. Und nächstes Mal suchen wir hier noch ein bisschen weiter. Wie komme ich hier wieder weg? Ja doch, hier rein müsste das sein. Na, yes. Und hier komme ich nicht mehr. Doch, hier komme ich weg. Ich versuche einfach mal, ob wir uns hier noch ein bisschen rausbewegen können. Jawohl, wir müssen eigentlich auf die andere Seite dieser Mauer. Und dann sollten wir ganz in der Nähe von irgendwas sein, wo wir eventuell auch nach den Schatzkäpselchen suchen können. Käpsele sind hier. Wir sind so... wir kriegen das alles hin. Das wird. Wir sind jetzt hier. Wir müssen noch ein Stück mehr in diese Richtung. Das heißt, wir müssen hier wieder raus. Machen wir dann das nächste Mal. Für heute haben wir... oh, da ist hier eine. Oh, was bin ich doof. Da ist hier noch eine Schatzkapsel. Yay. Lockengras. Sehr schön. Das müsste jetzt... welche müsste das gewesen sein? Welche Schatzkapsel? Das müsste... oh, ja. Das ist eine Schatzkapsel. Die habe ich... da habe ich eigentlich gedacht, wir würden ewig danach suchen, weil die so in der Pampa sitzt. Das heißt, es fehlen aber immer noch 2. Und hier müsste auch eine sein, wo ich nicht weiß, ob wir sie gefunden haben. Allerdings, ich bin ganz zufrieden. 11 Stück, das heißt, wir haben eigentlich 5 Schatzkapseln gefunden dieses Mal. Das reicht mir. Das war ja auch mehr oder weniger mein Ziel. Und für mich heißt das jetzt, ich kann mich mit halbwegs ruhigem Gewissen, ohne dass ich das Gefühl habe, ich habe meine und vor allem eure Zeit verschwendet, weil wir gar nichts gefunden haben. Nee, haben wir nicht. Wir haben ein bisschen was geschafft. Wir haben ein bisschen was gefunden. Und jetzt können wir, glaube ich, auch hier erstmal wieder Schluss machen. Ohne dass die halbe Stunde ganz verschwendet war. 5 Schatzkapseln in 30 Minuten sind gar nicht so schlecht, glaube ich. Ich glaube, das kann man machen. Das wären ja im Schnitt... ja, wir sind eher 35 Minuten... ja gut, alle 7 Minuten Schatz, das passt schon. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr heute dabei gewesen seid. Was ich jetzt fast vergessen hätte, ich wollte noch einen ganz lieben Gruß rausschicken, nämlich an die liebe Soraya. Ich habe nämlich eine ganz liebe kleine Zuschauerin, die heißt Soraya und ich fand das so toll, weil ich habe mir den Namen ja gegeben, Soraya, weil ich den wunderschön fand. Und, da ist ein aggressiver kleiner Slime. Weil ich den Namen wunderschön fand und er hat so was Märchenhaftes und deswegen war das immer meine Magierin in so MMOs und RPGs. Und ich habe bisher tatsächlich, glaube ich, noch niemanden getroffen, der tatsächlich Soraya heißt und habe mich da sehr, sehr gefreut. Und die möchte ich jetzt ganz, ganz lieb grüßen. Das hat sie sich nämlich gewünscht und den Wunsch erfülle ich ihr doch sehr, sehr gerne. Ich hoffe, du freust dich. Es tut mir leid, dass ich jetzt vor lauter Schatz suchen die Grüße erst jetzt ganz am Schluss rausgeben kann. Aber ja, kann ich das Bild... ich hatte ja auch ein bisschen gehofft... das muss ich ehrlich zugeben. Ich hatte gehofft, dass wir eine episch tolle Schatzkapsel mit irgendwelchen Mode-Accessoires finden und ich dann in dem Moment sagen kann, so, diesen Fund widmen wir. Aber leider war dann jetzt nicht so und ich habe auch keine Ahnung, wann ich... ha, wir haben noch eine Schatzkapsel. Okay, Moment. Sei bitte was Schönes. Dann ist dieser Schatz nämlich... oh! Ja! Koch mal! Für Soraya! Die mit Y geschrieben wird, 3 Goldplots, hat's ja doch noch geklappt, die widme ich dir. Du kleines, bezauberndes Wesen mit dem wunderschönen Namen. Ich freue mich sehr. Wir haben tatsächlich noch einen wunderschönen Schatz gefunden. Juhu! Jetzt aber wirklich, ich bedanke mich dafür, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, dass es okay ist, dass ich dich jetzt erst ganz am Schluss gegrüßt habe, liebe Soraya.
Macht euch auf jeden Fall alle noch einen schönen Tag. Wir haben Goldplots. Ich bedanke mich dafür bei Soraya. Wenn ich jetzt nämlich den Gruß nicht an Schluss gestellt hätte, hätte ich die nicht mehr gefunden. Dann wäre das ganz, ganz anders verlaufen alles hier. Wie gesagt, macht euch einen wunderschönen Tag, ihr Süßen, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bye bye.